Am 27. November stellte Polig im Rahmen eines Symposiums den aktuellen Entwicklungsstand der neuen Schafftechnologie PBSS vor. 120 Teilnehmer, Ärzte, Kostenträger, Orthopädietechniker und Anwender informierten sich über die Neuerung. Das Polig Bionic Socket System ist das Ergebnis einer 2,5-jährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Dabei wurde von Anfang an eine bionische Lösung, also die technische Umsetzung biologischer Vorgänge, angestrebt. Beim Pre-Launch im Münchner Hotel Kempinski erläuterten Mediziner, Forscher, Entwickler und Ingenieure in Kurzreferaten die grundlegende Funktionsweise. Bereits heute werden aus den ermittelten Werten Schäfte mit bisher unerreichter Präzision und Passform erstellt. Mittels Sonographie können sowohl Muskelverläufe als auch Muskellücken in entspanntem und angespanntem Zustand dargestellt werden. In den Schaft eingebaute Stabilisatoren sollen die Muskulatur aktivieren. Dabei wird unter anderem die dynamische Formveränderung des Stumpfes berücksichtigt. Ein Polytherm-Element sorgt sensorisch für ein klimatisch komfortables Temperaturniveau. Phantomschmerzen sollen unter anderem durch die Einarbeitung von Akupressoren vermindert werden. Höhepunkt des Symposiums waren die Erfolgsgeschichten von Patienten, die die neue Technologie bereits heute im Alltag testen dürfen. Ich habe Phantomschmerzen seit meiner Amputation. Der große Zeh, der sticht extremst alle 4 Wochen, seitdem ich den PBSS-Schaft habe. Ich habe noch keinen Phantomschmerz gehabt. Wir haben jetzt über 8 Wochen um. Der Schaft ist in der Kraftübertragung deutlich besser als mein anderer Schaft. Fahrradfahren, bücken, auf dem WC sitzen, das sind alles Dinge, die hier wesentlich zum Komfort beitragen, das ich vorher nicht so gekannt habe.